Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen am Nickelodeon. Muss ich das wirklich sagen? Das Format kennt mittlerweile schon jeder. Muss ich? Okay. Beim Nickelodeon Super Bowl. Ach, wie mache ich was vor? Ich habe langsam wirklich meinen Spaß bei der Sache verloren. Ich meine, ich stehe dreimal in der Woche früh morgens auf und drehe dann eine Stunde und nur für ein 6-Minuten-Video, was dann nicht mal 50 Aufrufe erlangt. Das Leben ist wirklich ungerecht. Prost. Ich meine ernsthaft, es gab Videos, da habe ich viel weniger Mühe investiert und mehr Aufrufe gekriegt. Wie auch immer, Motherfucker, wir hatten Nickelodeon, Super Brawl 1 bis 4, ein paar Spin-Offs und nun kommen wir zu Nickelodeon Super Brawl World! Also eigentlich nur Nickelodeon Super Brawl mit dem Wort World dran geklebt. Das ist das englische Wort für Welt. Also dann, Motherfucker, wir spielen jetzt Nickelodeon Super World. Yep, ihr seht richtig, das Sonnenlicht scheint auf dem Bildschirm. Aber wisst ihr was, mir ist es egal. So. Kommen wir nun zu dem heutigen Spiel. Ich nehme... Oh, gucken, Old Klassiker. Invader Sim... Yeah. Choose a Brawl Carton. Gut. Dann lege ich jetzt los. Moment, kann das sein? Ist es wirklich? No. Yep. Das ist die Musik. Die Musik aus Nickelodeon Super Brawl 3. Und nicht nur das, das ist sogar das große Krabbel-Level, was ich damals gespielt habe. Unglaublich, dass sie das in diesem Spiel eingebaut haben. Ich mochte den Soundtrack bei diesem Level einfach so sehr. Ich weiß nicht warum. Wie auch immer, du hast keine Chance gegen mich. Ihr müsst wissen, Invader Sim war eine alte Serie auf Nickelodeon, die Anfang der 2000er lief. So. Na warte. Ich mach dich platt. Was soll sie eigentlich darstellen? Trägt sie ein Tütü? Ja, die trägt ein Tütü. Warum eigentlich? So, aber ist es auch egal, denn ich hab dich gleich besiegt. So, noch ein paar und dann hab ich's. Das Komische ist, am Anfang waren die Kämpfe recht schwer, aber bei Nickelodeon Super Brawl 4 und bei diesen sind die Kämpfe aus irgendeinem Grund extrem einfach. Ich kann ohne Probleme einfach hier so gewinnen. Seht ihr, das ist total einfach hier zu gewinnen. Ich muss nur die ganze Zeit Z drücken, dann habe ich schon. Seht ihr? Einfach nur Z drücken. Aber dennoch. Eine Regel bleibt bestehen. Trotz, dass ich in Führung liege, eine Regel, du darfst den Gegner nie unterschätzen. Und daran halte ich mich auch. An diese feste Regel. Ich werde den Gegner, trotz dass er lächerlich aussieht, einen Neoprenanzug mit Tütü trägt und eine Robin Hood Mütze hat, werde ich ihn nicht unterschätzen. Und gewonnen hat Motherfucker. Yeah, word to your mother. So, als nächstes nehme ich Lincoln Loud von der Serie Willkommen bei den Louds. Yep, es gab doch noch ein paar gute Nickelodeon-Serien. Ich muss sagen, Willkommen bei den Louds ist eine gute Serie. Die Story ist ein bisschen seltsam, aber die Gags funken und man lernt auch ein paar wichtige Lektionen. Oh, scheiße. Er kann tatsächlich seine Schwestern hier als Joker verwenden und das soll was bedeuten, denn er hat ja 10 Schwestern. Und die kommen alle paar Sekunden jetzt durchs Bild gehuscht. Fuck damn it. Das heißt, SpongeBob tritt hier nicht gegen nur eine Person, sondern gegen 11 Personen an. Eine Frage habe ich, warum hat SpongeBob eine Gasmaske an? Warum hat er eine Gasmaske an? Arbeitet SpongeBob jetzt in einem Atomkraftwerk? So, wie auch immer. Bei der Serie Willkommen bei den Louds, da gab's
einfach ein paar geile Sachen, die gab's bei den anderen Nickelodeon-Shows so noch gar nicht. Und ja, ist nun mal eine gute Serie. Und das Titellied ist auch einigermaßen gut. So, aber irgendwie tut's mir auch leid, denn SpongeBob ist mein Lieblingscharakter von Nickelodeon. Tut mir leid, SpongeBob, aber ich muss nun mal gewinnen. Und gewonnen! So, und ein weiteres Mal habe ich geschafft und ich muss sagen, dass ich keinen Bock mehr habe! Ernsthaft, es war am Anfang ja ganz schön, aber ihr müsst es so sehen. Wenn ihr das dauernd machen wollt, dann verliert ihr irgendwann die Lust dabei. Ich möchte doch nur ein Ende, ein Abschluss, ein großes Finale endlich haben. Wirklich, ich möchte das nicht bis an alle Ewigkeit zocken. Bitte, oh Schicksal, gib mir ein Signal, wenn ich endlich damit aufhören kann. Keine Angst, junges Kind. Bald hat alles ein Ende. Oh mein Gott, ein schlechter Spezialeffekt. Was machst du denn hier? Ich bin Raidon, Gott der Spezialkämpfe. Ich musste eine wichtige Botschaft hinterlassen. Eine wichtige Botschaft? Okay, schieß los, was ist, Motherfucker? Du bist dazu ausgewählt, Nickelodeons Champion zu bestimmen. Nickelodeons Champions? Aber es gab so viele bekannte Sendungen. Wie zur Hölle soll ich da Nickelodeons Champion rausfinden? Dafür habe ich ja dieses Turnier gemacht. Die besten 8 Kämpfer kämpfen dann um ihren Sieg. Okay, aber wer sind die besten 8? Guck einfach in den schwarzen Sack des Wissens, da wirst du alle Antworten kennenlernen. Okay, ich mach das. Ich geh jetzt dahin. Okay, dann greife ich mal rein. So. Hoffentlich kriege ich jetzt eine Antwort. Okay, ich habe jetzt die Liste mit Nickelodeons 8 letzten Kämpfer. Das wird spannend, wie auch immer. Ladies und Gentlemen, der große Augenblick ist bald soweit. Wir stehen so kurz vor dem Finale. Und bald werden wir auch herausfinden, wer Nickelodeons größter Champion ist. Was ihr bis dahin tun müsst. Bis übernächste Woche Dienstag, da wo das große Finale ist, müsst ihr Folgendes tun. Guckt jede Episode Nickelodeon Super Brawl von mir. Dann drückt euren Lieblingskämpfern die Daumen. Hofft und leidet mit, als ob ihr selbst kämpfen würdet. Verratet es euren Freunden, zeigt das Video und verbreitet es. Denn wir werden Teil eines Größeren, der großen Nickelodeon-Ära. Und sowohl die neuen als auch die Oldschool-Champions sollen hier gekrönt werden. Sie werden zwar nicht antreten, aber dennoch, Ren und Stimpy und die anderen Alten bleiben unvergessen. Macht euch bereit, da kommt was Großes auf uns zu. Was ganz Großes.